Hey Leute, was geht? Pro und Sven, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus-Gun-Channel. Heute werden wieder EM-Teams anhand der Teams, in denen die Spieler spielen, erraten. Das Ganze haben wir schon von einer Woche oder so hochgeladen, dort mit den leichten Nationen. Ich glaube, da haben wir so gut wie alles richtig erraten und jetzt kommen die schweren Nationen und uns wurde auch genau jetzt vor 5 Sekunden erst gesagt, was wir aufnehmen, damit wir nicht nachgucken können, welcher Spieler nochmal bei welcher Nation spielt und alles. Also richtig tricky. Mit dabei sind alle Jungs vom Focus-Clan. Hallo. Hey. Hallo. Wartet, ihr habt schon mal das Video gemacht? Ja, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal. Also ich nicht. Also jetzt kommen nur der Rest. Wart ihr nur zu dritt oder was? Ja, wir waren zu dritt, ja. Hä, wo war ich denn? Ach, scheiße. Geschlafen. Du hast geschlafen. Ja, also der meistgelikte Beitrag unter dem letzten Video war, dass man die so nacheinander einblenden soll. Die Sache ist, dass es natürlich jetzt bei den Nationen extrem schwer war, deshalb habe ich es nochmal ohne Einblenden gemacht. Aber wenn wir nochmal sowas machen, irgendwie Vereine an Nationen erraten oder so, werde ich auf jeden Fall das mal ausprobieren mit dem nach und nach euch zeigen. Deshalb, wer auch immer den Kommentar geschrieben hat und das war ein guter Vorschlag, machen wir auf jeden Fall, aber jetzt nicht bei dem Video. So, die erste Nation kommt jetzt. Was denn? Das ist leicht. Ist das so? Ja. Hä? Warum ist das leicht? Ich weiß es nicht, Digga. Ich hab Bangheit. Schade, dass es nicht buzzern ist. Ich weiß es auch nicht. Ist das Dings, Mann? Warte mal. Ist das überhaupt? Ja. Erstmal sagen, es ist leicht und dann nochmal überlegen. Ah, doch, ist echt leicht. Ja, der ist doch. Hä? Es müsste doch die sein. Kann ich euch nicht sagen. Hey, boah, jetzt habe ich mich zum Obst gemacht, glaube ich. Ey, weil. Nein, das muss das sein. Warte mal, der ist doch gar kein. Das ist. Also, ich halte mal rein, aber. Bin mir nicht wirklich sicher. Ey, ich habe. Ich habe reingehalten. Hast du was, Danny? Ja, gar keine Ahnung. Ich hab Angst. Ich will die ganze Zeit was ausschauen, ich merke, das kann es gar nicht sein. Mit zum Obst machen heute. Letztes Mal alles richtig gehabt sogar im ganzen Video. Jetzt macht er so direkt. Ich habe gar keine Ahnung, Mann. Ja, dann habt ihr mal was aufgeschrieben. Ja, gar nichts. Österreich. Ich habe auch Österreich. Danny hat nichts. Ich habe Österreich aufgeschrieben. Ich dachte, ich bin auf Holzweg. Ich habe nur Hinteregger erkannt. Also ich hätte nur Hinteregger erkannt, wenn es Österreich ist. Also Kalajdzic da vorne, oder? Ja, und Grilic im Mittelfeld. Und wie heißt der nochmal, der Rechtsverteidiger von Union? Trimmel. Ja, Trimmel. Junge, ich hatte Angst, du Kalajdzic ist ja nicht Schweizer. Ich dachte irgendwie Tschechien oder so, aber. Ja. Ich habe dann überlegt, dass es bei Frankfurt ist und da gab es, glaube ich, nur Frankreich und Dings. Hinteregger. Ja. Dann gehen wir mal zu Team 2. Ich hoffe, das springt jetzt auch direkt um. Das sind aber auch nur die Spieler, die nominiert sind. Alles ne? klar. Ach, alles klar, Freunde. Das war's dann wieder komplett. Ah, doch, ich glaube, ich weiß sogar. Oder? Also, nein, ich weiß auch. Eigentlich soll man die Fresse halten, ne, mit sowas. Aber. Ja, wahrscheinlich geht man komplett rutschen dann. Ich habe auf jeden Fall was aufgeschrieben. Ja, ich auch. Ja. So, haben alle? Ja. Jo. Wer ist der im ZDM? Keine Ahnung. Was weiß ich. Keine Ahnung, irgendein Schwede halt. Ich kenne nur Isak, Lindele. Ich habe kurz überlegt, ob das der ist, der früher bei HSV gespielt hat. Das wäre Frechheit auf jeden Fall, aber ich denke nicht. So, okay. Schweden haben alle, oder? Ja. Nein. Jungs, ich hätte das echt, keine Ahnung, doch mit reinblenden machen müssen. Ich unterschätze euch einfach. ich weiß gar nicht, woher das kommt. Gut, nächstes Team. Ja, wird sich gleich ändern bestimmt. Oh, guck mal, was ist das denn? Zweite Liga Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Ich weiß es. Hoffe ich. Jo. Oder? Haben alle? Ich auf jeden Fall. Ja. Sofort. Mach ich zu Ende schreiben. Jetzt. Bei Lille spielen da gefühlt eh nur eine Nation. Die machen eh.
Das war das Die Problem. Machen alles möglich. Ich hätte echt drei Linz-Spieler reinmachen können und dann wäre es einfach zu offensichtlich gewesen. Ja, es ist die Türkei. Also eigentlich sind alle Fragezeichen, bis auf Burak Yilmaz, irgendwie Gala und Fenne und so, deshalb konnte ich die alle nicht reinmachen. Dabei? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hä? Das ist ja voll schwer. Dann bin ich auch wieder komplett auf Holzweg, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch. Wobei, nein, das muss sein. Hab reingehalten. Aber ich bin mir nicht sicher. Auch gar nicht. Absolut nicht. Absolut nicht sogar. Ein bisschen was verwirrt mich. Ich weiß gar nicht, Lukas, Mo? Ich hab schon mit. Ich weiß gar nicht, was das ist. EM, weil Europameister. Ach so. Ja. Hä? Das ist ja nicht Brasilien. Ja, ich hab reingehalten, aber keine Ahnung. Okay, na ja, gut, wen habt ihr aufgeschrieben? Ich hab Ahnung, ich hab Schweiz. Ja. Schweiz. Ja, ich hab Kroatien. Es ist die Schweiz. Also bei Kroatien hätte er vorne links den Stürmer so weggemacht, damit man nicht drauf kommt. Da war schon wer klar, ist der, wer ist der Wolfsburg-Stürmer? Mehmedi und Steffen müssen das Mehmedi. Nee, das sind Mehmedi und Mbabu. Mbabu ist das rechts. Ja, ja. Ich habe einfach beim Innenverteidiger an Scher gedacht. So einfach ja, den Innenverteidiger. Ist ja, das ist ja auch Scher. Ja, ja, aber die und anderen habe ich gar nicht erkannt. So, und ich habe nur den Innenverteidiger erkannt. Check Attack. Ja. Ja. Nein, und Sow und hier Zuba von Frankfurt. Ja. Ja, gut. Die habe ich einfach außen vor gelassen, auf die bin ich nicht gekommen. Ja. Weiter geht's. Tschüss. Jetzt wird's Quatsch. Ah, ich weiß. Kannst du es wissen? Ja, ich weiß. Ich habe reingehalten. Aber welche Nation macht noch mit, an die man normalerweise gar nicht denkt? Ägypten? Schwer. Spielt Pandev eigentlich noch bei Nordmazedonien? Hey, Ägypten ist doch beim FIFA Qualifier auch bei uns. Was redest du? Ja, in der Global Series gehört Ägypten auch zu Europa. Da können die doch bei der EM mitmachen, oder nicht? Ach so. Eurovision Song Contest Australien. Also. Ja, scheinbar haben alle was. Also da ja, ist mal glaube ich echt vorbei. Was hast du denn? Ja, Kroatien. Richtig. Ja, ist doch richtig. Ist echt richtig? Ja. Ich habe nur überlegt, wer spielt bei Shades im Mittelfeld. Ist nicht cool. Kovacic. Ja. Das ist der einzige, den ich erkannt habe. Ich dachte, das dann Damakoi wieder in der Innenverteidigung. Bezalko rechts. Ja. Marseille weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich habe die anderen erkannt. Und Glasgow. Ja, sind halt zwei Typen, die wahrscheinlich beim letzten Testspiel einfach eingesetzt wurden. Ja, Perisic da links im Sturm. Wer war da im Sturm aufgestellt? Dann Rebic rechts da. War mir ehrlich, bei wenigen heute sicher. Ja, ich komm noch ein Team. Ich glaube, ein Team kommt noch. Jetzt nicht so. Bisher sind wir alle punktgleich bis auf Mo. Mach's nicht kaputt zum Ende. Und jetzt ist es vorbei. Ja, Mann. Warte mal. Also ich glaube, ach nee, oder? Aber was spielen die 3-4? Was ist denn das? 3-5-2? Was ist das für eine Mannschaft da rechts? Ja, sind gute Jungs. Okay, diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Wenn ich jetzt falsch habe, wäre sehr traurig. Ah, Digga. Macht das Sinn? Nee, das macht doch keinen Sinn. Arsenal? Liverpool. Als ob das die sind. Als ob. Arsenal? Ja, ja, Arsenal nimmt mich gerade komplett auseinander. Wir haben ja eine Innenverteidigung.
Außer Arsenal weiß ich sowieso gar nicht mehr, wer da spielt in der Verteidigung. Muss man, glaube ich, auch nicht mehr wissen. Also das so muss irgendein... Von Abstieg gefährdeter Club oder so, muss man nicht wissen. Bro, come on. Ich habe reingehalten, aber mit ganz vielen Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob ich überlege. Boah. Ich habe wieder zwei im Kopf, so zwei Spieler, die es sein könnten. Und der Rest gar keine Ahnung. Vielleicht helfen die beiden wieder. Hast du auch reingehalten, sag cool? Ich halt rein, ich weiß aber nicht mehr, ob die Nation überhaupt dabei ist bei der. Das ist die Frage. Also, ne? Sind das Robertson und McTominay? Ja. Hab ich auch gesagt. Das sind Robertson und der Arsenal-Spieler ist Tierney. Tierney, ne? Aber der muss doch auf links sein, nicht auf rechts. Ja, der hat da gespielt, deswegen. Was soll ich dir sagen? Okay. Der hat im letzten Freundschaftsspiel... Sind die bei der EM dabei? Ja. Ja. Motherwell FC war mein Highlight auf jeden Fall. Ja, von Southampton kennen wir auch nur Ings, der ist doch Engländer, ne? Ich weiß auch nicht, wer das ist, da im Sturm fragen. Ja, also, das sind irgendwelche Menschen. Ja, Ings ist echt Engländer. Hä, hey, nice, Mann, gar nichts falsch gerade. Das kam jetzt auch nicht nochmal zu dünn. Ja, Mann, du warst ja auch für Teil 3 oder was? Aufnahme ist leider kaputt, Danny. Es kommt nicht online, das Video. Ja, also gut, jetzt haben wir drei Leute die Punktklasse, alle, ne? Alle haben gleich Punkte. Wir waren noch nicht in den... Ne, wo du nicht. Ja, gut. Hätten wir es vielleicht doch mal mit Einblenden gemacht. Ich habe euch echt unterschätzt, aber dann Glückwunsch, ihr habt alles richtig. Weil mit Einblenden nächstes muss man mal, das aber mit Buzzer machen, ne? Ja, genau. Beim nächsten Mal machen wir einfach wieder, errate die Karte aus FIFA 16 und dann eine Silberkarte oder so, damit er wieder ein bisschen leidet. Und ja, ich glaube, ich muss mal wieder den Moderator spielen beim nächsten Mal. Oh, bitte nicht. Okay, soll es gewesen sein mit dem Video. GG's. Ja, Mo, nächstes Mal bist du auch mit oben dabei. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.